Gülli. Kude. Auf Gülli, ja, Mann. sieht man ja, ne? Da, so wie es abgeht. Es wobbelt sich allen zurecht. Also das nächste Mal, wenn wir so eine Aktion starten, hin oder her, wir bringen an der Seite Düsen an, die uns auf den Boden drücken. So, jetzt fahren wir genau drauf zu. Das heißt, can do. Can do. Es kommt direkt auf uns zu. Ab dafür, 20 Minuten. Okay. Da werden wir dann erstmal parken. Weil dann haben wir die Mission, zwei Missionen damit beendet, was eigentlich gut ist, ja, obwohl das hier echt ist a pain in the ass, ja. Obwohl es funktioniert noch, also da es noch funktioniert, ist es jetzt nicht so schlimm. Oder ich sollte den Mund vielleicht auch einfach nicht zu voll nehmen, weil da geht's eindeutig bergab zu unserem Ziel. Das könnte wiederum zu Problemen führen. Andererseits lässt sich das Ding ja auch mit RCS relativ gut kontrollieren. Trotzdem brauchen wir hier oben die Düsen drauf, die wir auch da unten dran haben. Oder irgendwie so. Muss ich mal gucken. Da muss ich mal schauen, wie ich das später löse. 1,6 Meter. 1,7, 1,8. Come on. Zieh durch, mein Junge. Das sieht extrem grenzwertig aus, dass da... Wir werden so hart fliegen. See, will fly. Das heißt, ich werde auf jeden Fall schon mal die Reaction Wheels anschalten. Und wenn wir da oben angekommen sind, auch das RC to the S. Weil sonst... Heben wir ab. Da bin ich mir absolut sicher, das muss es sein. Nicht nachkorrigieren mit dem RCS, bitte. Ich kann nicht anders. Aber wir sind eben schon geflogen. Also, alles gut. Muss. 1,1 Meter. Ich meine, der hebt ab. Der wird keinen Meter darunter fallen. Achtung. Das muss so sein. Wenn ich jetzt keine RCS benutze, zumindest. Siehst du, der fährt einfach weiter. Oh Mann. Ich drücke ihn jetzt natürlich runter, damit er sich da nochmal ein bisschen angleichen kann. So. Sie fliegen. Fliegen. Schnauze nach unten. Oh, okay. Ja gut, das ging aber besser, als ich gedacht habe. Jetzt ohne Scheiß. Toggle Torque. Boom. Jetzt fällt er wieder. RCS. No. Jetzt hebt er wieder ab. War ja so klar. Oh, boom. Steht. Bleib stehen. RCS aus. Alles klar. Jetzt einfach nur noch drauf zurollen lasse. Müsste klar gehen. Oh, nope. Did not want to do this. Ah, wir spielen schon doppelt der Geschwindigkeit. Da ist gar nichts an Gravity. Der wäre jetzt einfach in Orbit gefahren. Von dort aus. So einfach abgehoben und von Gilly weggeflogen. Wahrscheinlich noch der Escape Orbit, also Escape geflogen, ja. Mit der Geschwindigkeit. Das würde ich ihm voll zutrauen, dem Fahrzeug. Aber die zwei sind happy und wir phasen uns da vorne wieder durch den Stein durch und haben weniger als 500 Meter bis zu unserem Ziel. Gut, dann haben wir die Mission definitiv erledigt. Danach kommt der Rover an. Das wird auch nochmal eine Hausnummer. Für Bob ist es, glaube ich. Jo. Ziemlich sicher, dass das für Bobby ist. Aber zuerst gehen wir gleich mal ins Space Center, wenn wir das erledigt haben, und gucken mal, was sich da noch so ergibt. Ja, das würde gehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Ding das hinbekommen würde. Ich habe ja gesagt, wir könnten wahrscheinlich sogar mit dem RCS hier an die Station andocken, die hier um die Gilly fliegt. Ich muss mal gucken, ob da jemand drin sitzt. Achtung, Warp Phasing vom Allerfeinsten. Joink. Joink. Cool, hä? Huh? Oh Mann. Oh Mann. Das Com-Signal is not available. Das wird in Season 3 auf jeden Fall auch nochmal von Relevanz sein. Es ist eigentlich ganz gut, dass das hier momentan keine Rolle spielt. So, 800 Meter. Komm, wir beschleunigen mal noch ein bisschen. Damit das hier mal einen gibt. Komm schon. Geht's nochmal runter, ne? Aber so nah muss ich hoffentlich nicht ran.
791 Meter, doch, da müssen wir gleich nochmal ein bisschen tricksen, glaube ich. Weil, jetzt fliegt er wieder in Escape Orbit, Achtung. Also wir könnten auf jeden Fall einen Orbit damit erreichen, da bin ich mir absolut sicher. Es wäre halt echt mal interessant zu wissen, ob ich mit 171 Monopropellant auch andocken könnte. Ich glaube nämlich nicht. Um die Manöver genau zu fliegen, bräuchte ich ein bisschen mehr Schub. Na, no, da hebt er doch schon wieder ab. Reines Sack. Aber das Update hat es echt gebracht. Der macht jetzt die Kamera anders. Und geht nicht mehr in die Planeten rein. Das ist mir jetzt erstmal aufgefallen. Das muss mit dem letzten Update zusammenhängen. Ja, ja, das wäre natürlich dann richtig schwierig. Achtung, oh shit. Ich muss das RCS nur zünden, ganz kurz, und er hebt ab. Also komplett. Das ist schon hart, ne? Okay. Ah, das kam jetzt nur von der Federung. 500 Meter, gut, wir sind gleich da. 560 Meter. War so Glück. Reaction Wheels sind disabled, okay. Macht er jetzt aber auch erstmal nichts. Noch 20 Meter. Dann haben wir gleich erstmal eine Break rein. Handled Break. Hallo, Fragezeichen zurück. Und wir sind drin. Jetzt müssen wir nur noch dazu bekommen. Yes, okay, ich glaube, es steht. Alles klar, gut, das können wir dann schon mal ausblenden. Und wir nehmen unsere letzte Messung für diese Mission. Das wäre dann die. Log it und keep it. And closed. So, ihr Chicks, ihr bleibt jetzt erstmal hier. Dann schauen wir mal weiter. Contract complete, yay. 83, 83 und 477 und 14 Ruf. Nice. Das ist natürlich awesome. Gut, dann gehen wir jetzt mal ins Space Center und gucken mal. Ne, Moment. Ich guck erstmal, wie es hier mit der Space Station aussieht. Ah, ist nämlich eine, oder? Hat Gilly keine? Doch, Gilly hat eine. Wir könnten sie sogar erreichen. Also ich schätze doch, dass das möglich ist. Ist da jemand drin? Switch 2? Gucken wir mal kurz drin. Ich glaube schon. Das ist schlecht. Das ist allerdings schlecht. Ne, da sitzt keiner drin. Also könnten wir sie eigentlich hochfliegen, hier vorne andocken. Das ist ein Junior Docking Port. Ah, fuck. Okay, nee, den können wir nicht andocken, weil da ist die Gilly Landing und da steht das Ding. Da steht er. Sciencecraft. 18. Das ist eine tolle Farbe. 18,3 Kilometer unter der Space Station. Okay. Aber ja, wir können nicht andocken, weil es Junior Docking Ports sind. Wir bräuchten einen Adapter dafür. Den haben wir natürlich nicht am Start. Dann gehen wir erstmal ins Space Center. Das wäre mir sowieso, es wäre eine geile Aktion. Wir könnten natürlich auch hochfliegen mit dem Ding. Sie dann umsteigen lassen über die ganz normalen Luken und dann dort oben Science-Sachen machen. Ein Versuch wäre es wert, ne? Ein Versuch wäre es definitiv wert, aber ich bezweifle, dass es genügt. Ah, ich bin mir nicht sicher. Wir gucken mal. Wir haben jetzt auf jeden Fall zwei Missionen erledigt. Ja. Ah. Ach, das haben wir noch nicht erledigt. Nicht cool. So, Contact Seismic Surveys of the Moon near Moon Rover 3. Moon Rover 3 müssen wir uns dann erstmal zu Gemüte führen. Moon Rover 3 JS, hallo. Ja, ja, du brauchst einen Docking Port, ja, du musst das Ding ja nicht zwangsläufig andocken, ja, das ist ja der Punkt. Du kannst ja eigentlich einfach nur umsteigen lassen, weil da sind Scientists dabei, die könnten da tatsächlich wertvolle Arbeit leisten. So, der Rover. Alter, da stehen drei Stück nebeneinander, oder? What the fuck? Moon Rover 3, schauen wir mal rein. Okay, warum stehen da drei Stück nebeneinander? Das war ein Mond, ja, aber ja, hab ich. Komm schon, zeig mir den Rover, weil ich glaube, die sind heute mal alle wirklich... Ich hab nichts gemacht. What the fuck? Alter, das ist ein ganz oldschooliger Rover. Ich glaube nicht, dass der die Seismic Surveys machen kann. Chill mal, Junge. Alter, hat er Strom? Ja. Aber ansonsten ist er doch recht widerstandsfähig. Das muss man immer ganz klar lassen.
Look at it. Wieso ist denn der jetzt einen Kilometer weit weggeflogen? Wie hängt der denn jetzt da? Macht's einfach Bäm, ich fass es nicht. Wer hat der denn noch? Ich meine, der hat keine Möglichkeit, Energie zu generieren. Ah doch, da. Da hat er Möglichkeit, Energie zu generieren. Und hat die Möglichkeit, Seismic Surveys zu nehmen. Müsste man natürlich mal schauen. Steht er da auf jeden Fall? So. Ich log mich rein und es macht Bam. Das ist so typisch. Was haben wir da? Moon Rover 2, Switch 2. Der fliegt jetzt auch erstmal weg wahrscheinlich. Das waren die Versuchsrover von ganz am Anfang. Was zur Hölle? Was ist mit dem kaputt? Nein! Nein! Au! Das ist keine Energie. Doch, warum hat er sich da nicht gedreht, der Sack? What the hell? Achso, ja, great. Okay, warum fliegen die denn alle durch die Gegend? Los mit denen. Also Moon Rover 2 ist schon mal Sperrmüll. Good old technology indeed. Oh, der Rover 6, der ist neu. Wenn ich ihn nicht in den Sand gesetzt habe, man weiß es nicht. Ist natürlich gut möglich. Wäre ja nichts Neues. The hell is happening there? Electric Charge ist da. Das ist allerdings, ja, das ist ein neues Modell. Definitiv. Moon Surface Outpost. Kann der auch Seismic Surveys machen? Ja, also theoretisch könnte man es machen. Wir gucken nochmal Mission Control. Alles Knallerbsen, ja Mann. Boom! Ah, was Glück habe ich die Dinger gebaut. Das waren sogar noch, die sind noch anders gelandet als die neuen. Die neuen werden ja von der Rakete von oben abgesetzt und die hatten noch eine Fläche unten drunter, wo sie runterfahren mussten. Das war wirklich, ist ältere Technologie, die ich da hinterlassen habe, ja. So. Seismic Surveys of the Moon near Moon Rover 3. Bock habe ich, let's do it. Ja, wir haben zwei Rover da. Ich hoffe, das geht klar. Ich weiß halt nicht, der Moon Rover 3, der wird wahrscheinlich extrem übel abgehen, weil der hat die großen Räder sogar. Da haben wir natürlich 17 Jahre alt hier, Moon Rover 3. Alter, und der ist halt 2 Jahre alt, der Moon Rover 6. Alter, das ist schon ein Unterschied, ja. Plus 4, 5 gibt's auch noch, cool. Okay, wir versuchen es mal mit Moon Rover 3. Wie gesagt, ich glaube, die Räder haben zu viel Power. Aber wir werden sehen, was bei rumkommt, ob er überhaupt stabil liegt. Ich habe keine Ahnung. To be honest. Es kann lustig werden, definitiv. Wo müssen wir da hin? Ah, da. Wie weit ist das weg? 6 Kilometer. Fuck me. Okay, das ist vorne. Alles klar, komm. Moment, das ist vorne. Was zum... Was zum... Okay, invertiert. Steering Direction inverted. Inverted. Ist schon inverted. Hier dann auch. So, das ist besser. Jetzt bin ich mal gespannt. Der muss ja eigentlich fucking Power unter Marsch haben. Mit den Rädern, jo, hat er auch. Na gut. Ich hoffe, das geht klar. Liegt das überhaupt im Bereich des flachen Geländes? Ah, nicht unbedingt. We will see. Come on. Ich sehe schon, dass das keinen gibt. Alter, es ist schon mal deutlich was anderes im Gegensatz zu vorher dem Jizz. Ach du Scheiße, echt jetzt? Da habe ich mir natürlich echt gut einen überlegt. Aber solange ich Seismic Surveys machen kann, ist es in Ordnung. Komm, go, go. Hier haben wir natürlich jetzt ein anderes oder diverse andere Probleme mit dem Ding, weil es wirklich veraltete Technologie ist. An meinem Stand zumindest. Das heißt, wir müssen jetzt echt irgendwie erstmal dahin navigieren. Das war nicht zu schnell. Aber auch nicht zu langsam. Wie soll ich denn da hinkommen? Wo ist denn das? Da oben drauf. Wir sind hier. Wir müssen da rüber. Egal wie, wir müssen da rüber. Und das sehe ich schon wieder als Problem. Aber wir werden sehen. Komm, zieh. Zieh ab. Alter, 10 Meter die Sekunde. Einfach so. Ist natürlich schon mal was anderes. Nur wenn der sich überschlägt, ist der Spaß vorbei.